Guten Abend und willkommen bei Pro und Contra. Noch einmal 4 Jahre Donald Trump oder doch besser Joe Biden. Die Amerikaner entscheiden das gerade mit ihrer Stimmabgabe bei der Präsidentschaftswahl. Wir wollen hier noch einmal über diese beiden Kandidaten diskutieren. Der eine hat ja bekanntlich die politische Welt mehr oder weniger auf den Kopf gestellt. Der andere hält genau das für gefährlich. Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump, 74 Jahre alt, aus New York. Er hat einen Universitätsabschluss in Wirtschaftswissenschaften. Bevor er vor 4 Jahren in die Politik ging, war er Immobilienunternehmer mit Hochhäusern, Golfplätzen und Spielcasinos, außerdem Moderator von Fernsehshows. Trump ist laut, direkt, verkündet seine Meinung und Entscheidungen am liebsten über den Kurznachrichtendienst Twitter. Er hat 5 Kinder von 3 Frauen. Und da ist der demokratische Herausforderer Joe Biden, bald 78 Jahre alt, aus Pennsylvania. Er ist studierter Jurist und war 46 Jahre lang Senator, anschließend 8 Jahre lang Vizepräsident unter Barack Obama. Biden musste immer wieder Schicksalsschläge hinnehmen. Seine erste Frau und seine Tochter starben bei einem Autounfall, später ein Sohn an Krebs. Schon 2-mal versuchte er, Präsidentschaftskandidat zu werden, was ihm nicht gelang. Jetzt will er, wie er selbst sagt, das Weiße Haus von Trump räumen. Und ich begrüße jetzt hier im Studio Florian von Ach, Vorstandsmitglied der Freiheitlichen. Guten Abend. Guten Abend. Und den Landtagsabgeordneten der Grünen, Hans-Peter Staffler. Willkommen. Guten Abend. Herr Staffler, Sie drücken Joe Biden die Daumen. Warum? Herr Kohlmann, es ist heute für mich auch gar nicht so leicht, in die Tagesordnung überzugehen, weil die Gedanken irgendwo noch in Wien sind, bei den Opfern, bei den Angehörigen und auch bei den Einsatzkräften und auch bei vielen lieben Menschen, die ich dort habe. Und wenn wir schon dieses Attentat betrachten, dann wissen wir, es baut auf Hass auf. Und ein Hass, der sozusagen in diesen Menschen eingepflanzt wurde, hat zu dieser abscheulichen Tat geführt. Und auch aus diesem Grund, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, aus diesem Grund halte ich Joe Biden die Daumen, weil Donald Trump hat in den letzten 4 Jahren viel Hass geschürt in einem großen Land. Und diesen Hass spürt man. Und vor allem hat er dadurch erreicht, dass die Gesellschaft, die eh schon geteilt war, jetzt so richtig tief gespalten ist. Und aus diesem Grund hoffe ich sehr, dass Joe Biden für Amerika, aber auch für Europa und für die Welt diese Wahlen gewinnen wird. Herr von Ach, was sagen Sie zu dieser Parallele, die Herr Staffler gezogen hat? Ich möchte mich zunächst einmal dem anschließen. Auch ich habe viele Freunde in Wien und es trifft mich persönlich auch sehr stark, dass unser österreichisches Vaterland so schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde durch diesen schrecklichen Terroranschlag. Deswegen auch von meiner Seite das Beileid an alle Hinterbliebenen. Zur Eingangsstatement von Herrn Staffler folgendes. Also ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt Donald Trump für diesen Hass der Islamisten auf unsere westlichen Werte verantwortlich machen. Den hatten sie schon vorher. Und da wurde unter anderem auch angestachelt, vor allem durch diese Interventionspolitik von Barack Obama. In dieser Hinsicht hebt sich Trump ab von Obama. Denn er hat bis jetzt keinen Krieg begonnen. Er hat bestehende Kriege weitergeführt. Er hat bestehende Kriege weitergeführt und sie auch versucht zu Ende zu bringen. Wenn man nur bedenkt, gerade in Syrien, unter seiner Präsidentschaft ist es gelungen, das Kalifat des IS zu zerschlagen. Leider nicht den IS. Das traurige Beispiel sehen wir in Wien. Aber hier hat Trump einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich möchte noch was hinzufügen. Sie sagen, Trump hätte Hass gesät und gespürt. Jetzt ehrlich gesagt, wenn wir uns die Ausgangsposition, die historische Ausgangsposition von November 2016 anschauen, da stand zur Auswahl zum einen Trump, zum anderen Hillary Clinton. Hillary Clinton stand für eine Politik, Außenpolitik, die noch viel interventionistischer gewesen wäre, als sie der vermeintliche Friedensnobelpreisträger Barack Obama jemals betrieben hätte. Es war, da muss ich sagen, ich bin kein expliziter Trump-Fan, aber in diesem Moment, als es um diese Wahl ging, habe ich aufgeatmet, als es hieß, Trump hat gewonnen. Denn dann stand klar, der Mann ist ein Dealmaker, der sieht die Lösung der Probleme nicht in Interventionen. Und es würden uns zumindest neue Kriege vermutlich erspart bleiben. Diesen Anspruch hat er eingelöst. Bleiben wir bei diesem Aspekt.
Trump hat keinen Krieg angefangen, im Unterschied zu ziemlich einigen Präsidenten vor Ihnen. Das glaube ich stimmt, oder? Das stimmt. Und ich würde das auch so einordnen, wie man es einordnen kann. Auch Trump hat in seinem ganzen Wirken in der Tat keine Kriege begonnen. Er hat die Kriege weitergeführt. Aber er hat im Wesentlichen einen internen Konflikt geschürt in Amerika. Und er hat sozusagen zum Teil, und das sagen viele Beobachter, bürgerkriegsähnliche Verhältnisse vorgebaut. Und wir wissen nicht, was jetzt passieren wird, wenn die Wahlen knapp ausgehen werden. Das heißt, er hat zwar im Ausland nicht in diesem Sinne die Kriege weitergeführt, er hat aber trotzdem extrem aggressiv operiert in Europa, in der Welt und vor allem nach innen Hass geschürt und die Gesellschaft geteilt und innerhalb der amerikanischen Gesellschaft auch einen Pfad, einen Weg der Zerstörung hinterlassen. Also Trump, der Spalter im eigenen Land dafür? Also ich sehe das weitaus nüchterner, muss ich sagen. Ich meine, es steht völlig außer Frage, der Mann ist im weitesten Sinne bildungsfern, der Mann pflegt einen Gossenjargon, der Mann ist eine Trampel, in jeder Hinsicht, das steht völlig außer Frage. Aber wenn man sich seine Taten, und auch daran muss man eine Präsidentschaft messen, anschaut, dann ist jetzt neben den einen Punkt, dass er keine Kriege begonnen hat, stehen auch noch andere Punkte. Ich meine, ein Punkt, und es wird wahrscheinlich einer wenigen sein, Herr Staffler, wo wir einer Meinung sein dürften in dieser Sendung, ist, Trump hat zum Beispiel dieses multilaterale Investitionsschutz- und Freihandelsabkommen TTIP auf Eis gelegt. TTIP war heiß umkämpft, heiß umstritten, stark kritisiert. Wir gehörten auch zu den ersten Kritikern, wir Freiheitliche. Wir können Trump da Dankeschön sagen, dass dieser Kelch an uns vorübergegangen ist. Dieses Abkommen ist tot. Das hat Trump gemacht. Immer in seiner Logik des Dealmakers. Trump hat es geschafft, und das ist auch bemerkenswert, gerade im Nahosten ein klein wenig Dampf aus dem Kessel zu nehmen. Nachdem er 2 Jahre lang nichts anderes getan hat, wie Öl ins Feuer zu gießen, indem er die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt hat, indem er den Iran-Deal gesprengt hat, indem er den iranischen Geheimdienstchef hat ermorden lassen, gelang es ihm trotzdem, 2 Friedensabkommen zwischen Israel und arabischen Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain, zu vermitteln. Das ist nach dem Camp David-Abkommen und dem Friedensvertrag mit Jordanien, ist das ein erster Durchbruch in dieser Situation. Wobei ich noch in Erinnerung rufen möchte, das könnte uns auch direkt zugutekommen, denn je mehr der Nahe Osten befriedet wird, desto mehr nimmt der Druck an unseren Außengrenzen in Flüchtlingsströmen ab. Also vor diesem Hintergrund muss ich sagen, hat Trump in den Taten, nicht in den Worten, er ist eine Trampel, aber in den Taten durchaus auch interessante Aspekte. Bleiben wir beim Thema Außenpolitik, Herr Staffler. Das ist jetzt positiv, was der Herr von Acht geschildert hat, aber gibt es auch andere Baustellen, gerade wenn man die Außenpolitik von Trump anschaut? Naja, wenn wir jetzt die Außenpolitik anschauen und beispielsweise sein Vorgehen gegen die WHO ins Feld führen, wie er die Weltgesundheitsorganisation brüskiert hat und sozusagen die Finanzierung zurückgezogen hat und zurückziehen will, oder wie er auch mit der Europäischen Union und mit Europa umgeht. Das ist eine Art und Weise, wie er sich nicht gehört. Und vor allem seine oft beleidigende Art, die hat sehr viel Porzellan zerbrochen. Was aber auch gesagt werden muss, die sogenannten außenpolitischen Erfolge, die Herr von Acht angesprochen hat, kann man heute noch nicht einschätzen. Wir wissen nicht, ob das nicht eine Verbindung ist, um den Iran schlussendlich doch anzugreifen oder den Iran entsprechend in die Zange zu nehmen. Also da würde ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein, wie diese ganzen Aktivitäten sich dann wirklich auf das weltpolitische Geschehen auswirken würden. Aber ansonsten muss man sagen, er kümmert sich nicht in diesem Sinne um diese althergebrachte Zusammenarbeit mit vielen Staaten, dieses Gleichgewicht zwischen den Staaten, um einen Ausgleich zu finden. Er sagt, America first, zuerst kommen wir und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Würde Joe Biden das anders machen? Wir wissen jetzt, wenn man Trump
Trump abwählen will, wählt man Biden. Aber wofür steht Biden? Was würde er anders machen, Ihrer Ansicht nach, und besser machen? Natürlich, Biden ist jetzt in seinem Auftritt ganz ein anderer Typ. Er ist nicht vergleichbar mit Trump, er ist sozusagen ein Anti-Trump. Er ist vielleicht, viele Beobachter sagen, er sei ein Langweiler. Aber Biden steht in einer demokratischen Tradition und wird wiederum versuchen, diese alten Beziehungen, die Beziehungen, die Amerika, die USA mit Europa und auch mit vielen anderen Staaten pflegte, über Jahrzehnte pflegte, wieder aufzubauen. Und es wird ein gutes Stück Arbeit sein. Er hat viel zu tun, weil Trump in der Tat sehr, sehr viel gekappt hat und sehr, sehr viel zerstört hat. Es ist TTIP angesprochen worden, dass also Trump ad acta gelegt hat. Wahrscheinlich nicht aus den Gründen, die Ihre wären, also Umweltschutz oder Konsumentenschutz, aber getan hat er es. Richtig, er hat es getan. Aus seinen Überlegungen, und da können wir ja natürlich auch zufrieden sein. Aber er hat auch was anderes getan. Er hat auch das Klimaabkommen von Paris aufgekündigt. Also er hat sozusagen einen Konsens, einen fast weltweiten Konsens aufgekündigt. Und ohne Amerika wird der Klimaschutz und die Erderhitzung weitergehen. Also Amerika muss hier mitmachen, und Gott sei Dank ist es so, dass in Amerika natürlich es auch einige Staaten gibt, die nicht unbedingt auf Trump-Linie sind. Aber Trump hat gesagt, die Erderhitzung kümmert mich nichts. Trump und die Umwelt, Herr von Acht? Ja, zu diesem Thema habe ich auch eine etwas andere Ansicht. Trump erklärt, er hat das Weltklimaabkommen auch unter anderem deswegen verlassen, weil China, einer der größten Umweltverschmutzer, dort nicht als Industriestaat eingestuft wurde, die viel höhere Auflagen erfüllen müssen, sondern immer noch als Schwellenland. China ist für Trump natürlich derzeit der Feind Nummer eins. Das wird es auch in Zukunft bleiben. Es ist aber auch grundsätzlich, weil Sie vorher zu Biden gesagt haben, zu beobachten, dass es schon eine gewisse, trotz Trumpeleien, Kontinuität gibt in der Außenpolitik der Amerikaner. Grundsätzlich ist es so, dass die Abwendung von Europa und vom transatlantischen Raum hin zum pazifischen Raum schon unter Obama eingeleitet wurde. Und hier hat Trump auch nochmal nachgefasst. Und er hat die Europäer, mich freut das nicht als Europäer, aber ich kann es aus seiner Sicht verstehen, an ihre Pflichten erinnert. Also wenn er in der NATO, natürlich in unmöglichem Ton und unter Verletzung jeglicher diplomatischen Etikette, aber wenn er beim NATO-Gipfel auf den Tisch geschlagen hat und die Europäer daran erinnert hat, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen müssen, was Verteidigungsbudgets angeht, und die Europäer sich nicht mehr nur auf den amerikanischen Schutzschild verlassen können und dafür aber eine sogenannte Friedensdividende kassieren, indem sie eben ihre Verteidigungsausgaben kontinuierlich runterfahren, dann finde ich das aus amerikanischer Sicht schlicht nachvollziehbar. Aber noch einmal beim Klimaschutz, da heißt es ja, es muss schnell gehen. Also der Klimaschutz muss sehr schnell kommen. Und wenn Trump jetzt da völlig ausgestiegen ist aus diesem Abkommen, das kann man ihm wohl nicht positiv verbuchen. Schauen Sie, die Klimadiskussion würde eine eigene Pro- und Contra-Sendung rechtfertigen. Ich hatte schon das Vergnügen, mit dem Parteikollegen Herrn Lanschner vom Herrn Staffler dazu mal ausgiebig zu den Dieselverboten zu sprechen. Die mussten auch unbedingt schnell kommen, wenn es nach den Grünen gegangen wäre. Ich sehe das auch sehr negativ. Also gerade im Klimabereich und auch was die Klimaziele und auch die Geschwindigkeit des Klimawandels angeht und natürlich auch den menschlichen Anteil, gibt es sehr viele Meinungen. Wie gesagt, Trump vertritt hier eine, die ich in dieser Absolutheit auch nicht teile, aber ich gestehe zu, dass es hier auch Zweifel angebracht sind. Trump ist ein solcher Zweifel. Seine größte Schwäche im Moment ist wohl seine Gesundheitspolitik, speziell Corona. Würde Biden da anders handeln und wie? Naja, das Problem fängt ja bereits dort an, wo es um das amerikanische Gesundheitssystem geht. Wir wissen, Obama hat versucht, ein etwas sozialeres öffentliches Gesundheitssystem zu installieren, das ein bisschen dem europäischen Gesundheitssystem ähneln würde. Trump ist dabei, dieses Gesundheitssystem wieder ad acta zu legen. Es ist ihm zwar noch nicht ganz gelungen, aber er ist auf einem guten Weg. Biden wird hier wieder sicher die demokratische Linie aufnehmen, weil natürlich in Amerika nicht so wie in Europa das Gesundheitssystem ganz anders aufgebaut wird. Das Gesundheitssystem ist auf private Leistungen aufgebaut. Das heißt, wer Geld hat, bekommt geliefert, und wer kein Geld hat, der schaut durch die Finger. Und es sind in Amerika viele, viele Dutzend Millionen Menschen, die ohne Krankenversicherung dastehen würden, wenn Obamacare fällt. Und hier hat Biden ganz klar gesagt, dass er diese Sache wieder aufgreifen wird. Das ist wichtig. Das ist sozusagen ein demokratisches Anliegen, das Joe Biden auf jeden Fall versuchen wird, wieder
zu korrigieren. Trump hat ja mal gesagt, alle Amerikaner kriegen die Behandlung, die er bekommen hat bei Covid. In Wirklichkeit ohne Versicherung werden sie nicht einmal aufgenommen in ein Krankenhaus. Große Schwäche von ihm, oder? Absolut. Also das ist auch der wunde Punkt. Und gerade das Thema Obamacare, was vorher nicht so brennend in Amerika an der Tagesordnung war. Wenn wir uns erinnern, 2008 eingeführt, am Höhepunkt der Finanzkrise, da hatten die meisten Kommentatoren eigentlich den Kopf geschüttelt, dass Obama das gemacht hat, weil die Finanzkrise die Schlagzeilen beherrscht hat. Jetzt ist genau umgekehrt. Durch die Covid-Pandemie kam das ins Zentrum. Und wenn es Trump den Wahlsieg kostet, dann wird es vermutlich genau dieser Punkt sein. Dann gibt es einen anderen Punkt noch, die Einwanderungspolitik. Die ist in Amerika auch immer wieder ein Thema. Trump hat da ja angekündigt, die Mauer zu bauen. Aber unabhängig oder abgesehen auch von der Mauer, wie beurteilen Sie seine Einwanderungspolitik, Herr Vernack? Seine Einwanderungspolitik fußt eigentlich, abgesehen jetzt von seinen üblichen Ankündigungen im großen Stil, seine Einwanderungspolitik baut eigentlich schon auf gewisse Voraussetzungen auf, die es vor ihm schon gegeben hat. Diese berühmte Mauer, die jetzt 467 Kilometer sind fertiggestellt, diese famosen 467 Kilometer sind eigentlich nur Erneuerungen von schon bestehenden Sperranlagen gewesen. Also da ist sehr viel Ankündigungspolitik bei Trump dabei. Grundsätzlich finde ich positiv, dass er den UN-Migrationspakt nicht mit unterschrieben hat. Das halte ich für brandgefährliches Softlaw, das in Zukunft hergenommen werden könnte, um unsere Asyl- und ohnehin schon sehr lasche Einwanderungsgesetzgebung auszuhebeln. Es gibt dann natürlich Punkte, die sind sehr hart in Trumps Politik, Immigrationspolitik, zum Beispiel Stichwort die Dreamers, also diese Nachkommen von ehemals von illegalen Einwanderern, die Obama mit einem eigenen DACA-Gesetz legalisiert hatte. Trump möchte dieses nun wieder zurücknehmen, hat allerdings, um der Wahrheit die Ehre zu geben, in Aussicht gestellt, dieses nicht komplett abzuschaffen, sondern mit einem anderen, zugegebenermaßen restriktiveren Gesetz zu ersetzen. Trumps Einwanderungspolitik aus Ihrer Sicht, Herr Stafler? Die Einwanderungspolitik in Amerika war ja schon auch unter den Demokraten relativ restriktiv. Er hat die Situation einfach noch verschärft und mit der Ankündigung des Mauerbaus sozusagen wirklich auch ein Bild geschaffen, das unerträglich ist, indem man eine 4 Meter hohe Mauer aufzieht, um die Menschen draußen zu halten. Das Problem, das Trump damit geschaffen hat, ist, dass eben ein rechtliches Vakuum entstanden ist, das zu fürchterlichen familiären Situationen geführt hat und immer noch führt. Und das ist unmenschlich. Und hier hat er sozusagen, ist er zu weit gegangen, nicht nur mit den Ankündigungen, er hat auch angekündigt, aber er hat auch dann zum Teil geliefert, was aus unserer Sicht katastrophal ist. Hat Joe Biden da in seinem Programm eine liberalere Haltung drinnen? Joe Biden wird, was die Einwanderungspolitik betrifft, an die restriktive Politik der Vorzeit, also der demokratischen Vorzeit, anknüpfen. Amerika ist natürlich ein Land, ein Einwanderungsland, hat aber Regeln und muss diese Regeln auch umsetzen, weil ansonsten die Zuwanderung vom Süden ja gewaltige Ausmaße annehmen würde. Aber Joe Biden wird hier natürlich einen etwas sage ich jetzt mal, der etwas konzilianteren Weg gehen, aber er wird weiterhin restriktiv sein. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass er doch viele, die im Land sind, illegal im Land sind, dass er denen die Möglichkeit geben möchte, eben regulär zu arbeiten und später auch amerikanische Staatsbürger zu werden. Wäre das ein Problem für Sie? Die italienische Staatsbürgerschaft würde Ihnen der Trump wahrscheinlich auch geben, wenn er es könnte. Also das wäre für den kein Problem. Grundsätzlich sehe ich es sehr kritisch. Das sind alles Pull-Faktoren, die weitere Einwanderung anlocken können. Es ist Faktoren, die bestehende Gesetzesregelung aushebeln. Und deswegen sehe ich das grundsätzlich kritisch. Dann möchte ich Sie am Ende der Sendung noch um einen Tipp bitten. Was glauben Sie, wie wird es ausgehen, Herr Stafler? Ich glaube, Joe Biden wird gewinnen, weil die Amerikaner sozusagen innerlich müde sind. Sie sind erschöpft durch dieses dauernde Bombardement von Donald Trump. Und diese Erschöpfung führt dazu, dass sie einen ruhigen Präsidenten brauchen werden, der sie ein bisschen ruhen lässt und der auch diese gesellschaftliche Zerrissenheit versuchen wird zu heilen. Herr Vernack, Ihr Tipp
Wie wird es gehen? Also ich bin mir sicher, sollte Joe Biden gewinnen, dann bekommen die Amerikaner in der Tat einen sehr geruhsamen Präsidenten. Jetzt ein Tipp fällt mir, ehrlich gesagt, schwer abzugeben. Die Sache ist zu knapp. Glauben Sie, dass es knapp wird? Sehr knapp. Dann danke ich Ihnen fürs Kommen und fürs Diskutieren. Und morgen, liebe Zuschauer, da frage ich Sie nach Ihrer Meinung zum Ausgang dieser Präsidentschaftswahlen, in der Hoffnung, dass wir da vielleicht schon das Endresultat wissen oder zumindest wohin es geht, und zwar im Radio, in einem Mittagsmagazin Spezial nach den 13 Uhr Nachrichten. Sie können anrufen und auch Fragen stellen an den US-Politikexperten Roland Benedikter. Die gebührenfreie Nummer ist 83 mal die 0 144 77. Jetzt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal beim Pro und Contra. Auf Wiedersehen.